Herzlich willkommen zurück zu einer kleinen Runde Diablo 3. Es geht weiter. Nächster Part. Wir gehen noch einmal hier in Claynes Haus. Bevor wir abhauen, hier gibt es nämlich noch ein paar Bücher zu spitzen. So, damit haben wir nämlich auch Level abgehaben, bekommen. Und haben hier gleißendes Schild. Einen Lichtwelle bricht aus eurem Schild hervor und blendet alle Gegner vor euch. Benötigt Schild. Naja, okay. Kein Geheimnis. Und danke fürs Reden, alter Herr. Jetzt gerade aber nicht nötig. Wir schauen nochmal hier hinten. Ne, hier gab es nichts mehr. Okay, also wir haben das Buch. Hier müssen wir sowieso später nochmal rein. Und jetzt die Vermächtnis von Cain. Damit müssen wir hier schön durch dieses Wegportal gehen. Und nach Neutristan porten. Ne, bedrohende Wegportal von Neutristan, um zu den einen Ruinen zu gelangen. So, da wollte ich hin. Hier, lasst mich das Tor öffnen. Oh, hat ein Schild gedroppt. Sehr schön. Ja. Adria war meine Mutter, doch ich weiß nicht viel über sie. Alles klar, wir laufen den Weg hier lang und dann will ich auch mal den neuen Skill hier testen. Moment, hier waren auch immer so ein paar, ja, die Leichen immer schön hier durchsuchen. Hier waren auch so ein paar Gimmicks. Das kennen wir hier ja alle schon. Es sieht immer noch sehr schnieke aus, das Ganze. Good old D-Dry hier, Speierpunkt. Der Keller, der geheime Keller. Ich wollte jetzt eigentlich oben erst die Leiche durchsuchen. Mir ist das dann direkt hier reingestolpert. Okay, hier haben wir drei Illuminaten. In Anführungszeichen. Zack. Stun auf die Gegner hier mit dem Shield. Und easy going. Hier müssen wir raus. Später zumindest schon mal. Jetzt am Anfang unwichtig. Aber viel blauer Crample. Die Truhe machen wir auf. Und finden noch mehr blauen Crample. Ist hier hinten noch jemand versteckt? Nein, niemand. Ah, den Schlüssel, ja klar. Sprechen mit Layla im Versteck, gehe zur Kathedrale. Nehmen wir an. So, wir haben jetzt einen Einhandwaffen bekommen. Heiligschaden ist gut, eine 12er ist auch nice. Ist auch besser hier als der Rest in der Hinsicht. Perfekt. Der Schatten droht. Die will noch reden. Während ich hier meine Monologe halte. Ja. Kennen wir. Im Moment, Leertaste war das. Ja, wunderbar. Muss ich nicht das X immer klicken. Kann ich so durchklicken. So, jetzt hat sie auch alles über mich schön verkündet. Und wir haben noch das Fass hier down. Jawohl, hier so ein Morgenstern ist immer eine feine Sache. Und jetzt hier kommen die Zombies. Kommt doch. Ah, der Morgenstern, der hämmert schon durch. So, neuen Krempel erhalten. Blaue Hosen. Wir hatten noch gar keine Hosen. Und Handwerksmaterialien. Cash und Tash brauchen wir auch noch. Ich bin gespannt, wenn wir uns hier durch die Schwierigkeitsgrade kloppen. Gerade die anderen Schwierigkeitsgrade machen auch wieder mal noch einen Tick mehr Spaß. Und vielleicht ziehe ich auch irgendwann noch einen Hardcore-Charakter nach. So, jetzt klettern sie ja hier raus. Und jetzt kriegen sie direkt einen Shield-Slash. Oh, Bug! Weil da kein Pfad verfügbar war. Aber es ist nicht so schlimm. Funktioniert ja alles wunderbar. Oh, was macht die da? Haha. Schön brutal, der Mist hier. So, ich habe herausgefunden, dass es kein Auktionshaus mehr gibt. Das heißt, das Geld wird nur noch gebraucht für Edelsteine, Reparaturen, Schmiedpushen, also all den Kram, den wir sowieso schon ein bisschen gemacht haben. Der Schmiedsbonus ist auf Stufe 8. Hier gebe ich jetzt noch nicht rein. Erstmal links und rechts looken. Okay, das ist aber nur der Baumstamm. Wir gucken uns hier alles an. Und jetzt gehen wir mal rein ins gute Stübchen. Beziehungsweise springen dann erstmal in... Oh, geil, wie der Zombie-Biss wirklich da reingeflogen ist. So, die Kathedrale, wir kennen hier die untere Ebene. Natürlich klar, wer uns hier erwartet. Der König! So, der Kathedrale macht Hinweise auf Deckard Cain. Moment, wie hieß denn der von Batman? Kommt mir bekannt vor. So, erstmal den Kronleuchter runter für euch, Bubbles. Ne, war ja klar. Pulverize. Oh, hier sind ein paar. Ja, jawohl. Alter, ist der Morgenstern cool. Ja, keiner hält den Kreuzzug auf. Hier, was macht ihr hier oben? Oh, da oben in einer Kiste. Eine fleischige Bestie.
Und wieder blauen Krempel. Ich bin auch hinterher halt auf dem höheren Level gespannt, weil da einfach dieser Damage, der angezeigt wird, so viel mehr Spaß macht. Neues Wissen. Der Brunnen der Reflexion. Eine 8er Axt, ein 3er Wams, Regeneration, ein Leben. Ist nicht so cool, beziehungsweise nicht so nötig. Man sagt, diese Gestalten des Grauens wurden von einem großen Übel erschaffen. Eine Düsternis, die selbst ich nicht... Eine Düsternis. Sondergleichen. Hier haben wir da was. Hier wollte ich eigentlich rein in die Crowd. Ah, komm, gib mir die Snakes. Snakes und Dungeon. Ah, hier machen wir alles kaputt. Der Klassiker. Erstmal alles durchsuchen, was mir eh nicht gehört. So, hier war nur der Raum. Komm, ich muss ja hier noch zwei Ebenen runter. Oh, dann schön wieder auf Hardcore. Aber es gibt's ja nicht mehr. Also den Modus, der jetzt Hardcore, nicht Hardcore, Inferno. Der Modus, der Inferno widerspiegeln soll, neuerdings. Da freue ich mich ja drauf. Hier, die kriegen wir auch nochmal kaputt. Und da sitzt du diesmal. Bah, hab ich's denn noch gerettet? Haben wir trotzdem nicht gedankt dafür. Achtung, Kleiner. Entschuldigung. Ist hier unten der nächste Gang? Oder nur eine Ecke? Okay, Holzbarrikade. Wow, versteckt nicht zu viel hinter. Ich könnte euch noch ausnehmen. Die Dungeons werden natürlich immer randommäßig generiert. Also es gibt natürlich ein paar Anhaltspunkte, an denen man sich orientieren kann, aber grundsätzlich ist der Dungeon random. Und ja, man merkt halt schon, hier auf normal werden wir jetzt erstmal durchgehen, weil wir den Kreuzritter ja auch leveln müssen. Und der richtige Spaß kommt dann mit den höheren Schwierigkeitsgraden. Warte, Moment, hier waren wir ja schon, ne? Und kam ich dann von hier? Ah, hier ist erstmal das Buch. Ich bin verflucht. Gelernt? Haben wir irgendwas gelernt? Nein. Doch, Schwungangriff. Für mein Land und meinen König. Ach, als Shield Slash. Schwingt einen mystischen Flügel, der Gegner vor euch Schaden zufügt. Okay, da ist Shield Slash momentan eigentlich noch geiler. Wir werden ihn jetzt einmal nur mal nehmen, um ihn zu sehen. Combo. Und so benutzen kann ich ihn gar nicht, obwohl ich Energie hätte. Ich kann ihn einfach nicht drücken. Ich muss also im Angriff sein. Oder eher mal, ja, also noch mehr AE halt einfach. Nur ohne Dash. So, und da wir jetzt wirklich den suboptimalsten Weg genommen haben, ist echt unglaublich. Ah, hier haben wir wenigstens die Aasfledermäuse. Beziehungsweise, doch, das sind sie ja. Und zack, Shield Slash, Shield Slash. Kann man die schön AEen. Gerade nach dem Stun, perfekt. Dann geht's bestimmt auch hier weiter. Macht mal hier Platz, Kumpel. Der Chart ist natürlich ein kleinen Tick cooler. Muss man leider zugeben. Aber ja, und der Kriecher. Mieser Tod, Junge. Dorfbewohner. Da unten ist aber der Weg, den wir suchen. Ein Weg, den wir verdient haben. Oh, der Beutegoblin! Komm, der hängt an der Ecke fest, deswegen prügel ihn. Pinata! Yes! Haha, der ist diesmal gar nicht weggerannt, wie sonst die Beutegoblins das immer machen. Die rennen ja immer einfach los, ne? Die kleinen. Hier, ein bisschen mehr Zähigkeit. Ja, perfekt. Und ansonsten nur Waffen wieder. Und der Belt dahin. Sicher jetzt nur diesmal wirklich unten lang. Jetzt wollte ich nämlich einmal. Ist das noch. Was ist das denn? Was ist mit dir? Gold. Fleischbestie, Alter. Dieser Hieb, der da rauskommt, der sieht auch einfach echt brutal aus. Mit dem Morgenstern. So, wenn ich jetzt hier reingehe, bin ich jetzt wieder perfekt einmal rumgegangen übrigens. Einmal schön Map erkundet. Geh mal weg. Nimm das Gold. Und lauf hier runter. Klicken wir es einmal an, wenigstens den Heilbrunnen. Oh! Ne, hier kann ich natürlich auch nicht weiter. Ich habe jetzt wirklich
den suboptimalsten Weg genommen. Das ist unglaublich. Also, schlimmer hätte es echt nicht sein können. Natürlich jetzt totaler Mist. Muss jetzt hier einfach durch den Raum dann wahrscheinlich oben lang. Einzigen Weg, den ich nicht genommen hatte. Ja, perfekt. Also, wer so... Oh, Water Goblin. Shield Slash. Stirb. Pinata. Yes, ey. Damals war es immer schwer, die zu bekommen. Aber hier die Keule schwingen. Und diesmal haben wir die Etage direkt gefunden. Ja, gut, was heißt direkt gefunden? Nehmt es einfach so hin mit der Begründung. Ausweichchance oder Leben? Ne, das lassen wir so. Und das lassen wir auch so. Und nächste Ebene. Der Korridor. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein. Los, Gandalf! Nein, nimmt er sich übel zum Witz. Da ist er! Des gefallenen Sterns hat mich erweckt und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Wachen, bringt mir seine Knochen. Ah, oh Mann, ey. Halt durch, alter Mann, ich bin gleich da. Ah, oh Gott. Alter Mann. Ich prügel mich durch. Ah. Komm her, Elite Mann. Shield Slash. Take this. Natürlich haben wir dich gerettet. Was hast du denn erwartet? 19er, jawohl. Cashhosen und dann auch noch schön mit Rüstung diesmal. Lecker, lecker. Ja, warum haben wir unser Leben riskiert? Weil ich ein Kreuzritter bin. Ich bin ein feiner Kerl. Jetzt machen wir hier das Bücherregal auf. Naja, der geheime Durchgang. Lass uns das mal tun. Ja. Da. Nachdem ich den alten Gelehrten gerettet hatte, erfuhr ich von ihm, dass der sogenannte Skelettkönig zwischen mir und dem Stern steht. Doch nicht mehr lange. Ah, richtig. Nicht mehr lange. Dann werden wir den Skeleton King einfach niederprügeln. Okay. Natürlich lebt er. Es war meine Pflicht. Ich bin keine Frau. Ja, und wir kriegen ein neues Schild. Ein 60er Schild, Vitalität und natürlich Metzger. Das ist einfach tausendmal geiler. Jetzt gib mir mal hier wieder deinen Basic-Text, den du hier zu. Ja, komm. Nein, 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 du hast hier noch was zu sagen. So, und bevor wir die nächste Quest annehmen vom guten Deckard, werden wir einmal verkaufen. Konnte man das nicht auch enchanten? Ich glaube, das kann man auch enchanten. Irgendwie sowas oder disenchanten, Entschuldigung. Interessantes Zeug hat er auch nicht dabei. Ah, komm, Stufe 9, Glorei. So, Stufe 10 jetzt, zack. Und jetzt brauchen wir Atem des Todes, um hier weitermachen zu können. Also Stufe 10 ist erstmal das Höchste, was wir erreichen können. Damit können wir nämlich Level 61 Gear bauen. Und somit dann halt auch eigentlich alles, was wir benötigen. Herstellungsmaterialien sehen wir hier. Es nimmt auch anscheinend Sachen, die wir auf der Bank haben, mit. Also wir könnten uns hier schon ein bisschen ausrüsten. 7er Waffen, na, ist natürlich jetzt ein bisschen mistig in der Hinsicht. 54 bis 62, da das machen wir einmal. Und das haben wir gekriegt. Ja, super. Lederwams auch einmal. Komm, einmal können wir uns hier am Anfang equippen. Total sinnlos eigentlich. Vitalität und mehr Leben. Nehmen wir den auch. Und sind wir da schon ein bisschen equipped. Wie kommt hier eigentlich was dazu? Das wollte ich nur wissen. Nützliches Materialien vorhanden. Ja, nützlich, klar, weil ich es noch nicht tragen konnte. Aber ihr seht, was ich hier schon alles hätte bauen können. Hier gibt es dann Legendaries für 10 und 15. Ihr wisst schon.
seltene Sachen und so weiter und so fort. Deswegen lasse ich das auch einmal hier kurz an. Und hier natürlich auch alles, was ich bauen könnte. Das nochmal alle anzeigen. Dann sehen wir nämlich auch, was wir bauen oder eigentlich bauen könnten. Hier ist eigentlich viel schon bei. Wie gesagt, den Schmied auf Level 10 schon mal gebracht. Sieht auch schon fein aus für einen Schmied. Und das Ganze werden wir nächstes Mal in Action sehen. Habe ich jetzt einen Umhang an? Ich sehe auf jeden Fall ein bisschen besser aus durch den Lederwams. Naja, wie dem auch sein, das dann beim nächsten Mal mehr. Ich muss jetzt auch wieder ein bisschen ins Spiel reinkommen. Also macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Schau wieder ein. Bis dahin und tschüss.